Hallo, ich bin der André und ich habe die Ehre, euch heute die neuen Varianten von unserem SIP-Motorgehäuse für Smallframe vorzustellen. Wir sind ja schon vor 3 Jahren damit auf den Markt gekommen. Das 2431 ist das Motorgehäuse mit dem normalen Kurbelwellenlager für alle PKs und Vespa 50. Und das 2432 ist die Gehäusevariante für Nadellager an der Lichtmaschinenseite, so wie es auch die PX hat und wie es die PK-ETS hatte. Zu diesen beiden Gehäusen haben wir jetzt eine dritte Variante. Ein Gehäuse, das original getreu nachgebaut ist, den älteren Vespa 50. Und zwar zeichnet sich das hauptsächlich aus durch den Zweiloch-Ansaugstutzenbefestigung und einen kleineren Einlasskanal. Früher war es so, dass man, um den Motor in Vespa 50 zu montieren, musste man einen Conversion-Ansaugstutzen einbauen, der zwar die Drei-Loch-Befestigung der PK-Modelle hat, aber den Verlauf des Ansaugrohres von den Vespa 50 und Primavera-Modellen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Man kann direkt alle Anbauteile des Originalmotors in unser neues Gehäuse 24303 einbauen. Sogar die 3 Befestigungsdomen für die uralten Zündgrundplatten mit nur 2 Spulen haben wir in die Form einbringen lassen, sodass also auch ganz alte Unterbrecherzündung gefahren werden kann. Das hat uns eingebracht, dass wir ein Teilegutachten ausstellen haben lassen können. Mit diesem Teilegutachten ist es möglich, dass jeder amtlich vereidigte Sachverständige, zum Beispiel beim TÜV, das Motorgehäuse in die Fahrzeugpapiere eintragen kann. Das liegt daran, dass die Drehschieberdichtfläche oder beziehungsweise der Drehschieberausschnitt genauso groß ist wie original und auch die Kanalgröße genauso groß ist wie original. Trotzdem ist es bei dem Gehäuse so, dass alle Features, die auch die anderen SIP-Motorgehäuse von Anfang an ausgezeichnet haben und die wir jetzt nochmals verbessert haben, enthalten sind bei diesem Gehäuse. Ich zeige euch die jetzt nochmal kurz im Vergleich. Zum Beispiel der Einlass. Gegenüber dem originalen Einlass ist hier massig Material aufgetragen. Viel mehr ist fast nicht möglich. Auch die Überströme sind mit Rippen verstärkt und von der Materialstärke her deutlich dicker. Ich würde fast sagen, es müsste möglich sein, die meisten handelsüblichen Zylinder ohne aufzuschweißen hier unterzubringen. Auch hier ist die Einlassseite so weit aufgedickt, dass es sogar möglich ist, eine Membrane fast komplett zu versenken in dieser riesigen Einlassdichtfläche. Ja? Außerdem haben wir seit jeher eine Mulde vorgesehen, dass auch ein 350er Reifen, so wie bei den PX-Modellen und bei den Large Frame-Modellen, verbaut werden kann, was original nur möglich war, wenn man eigentlich seine Schwinge mit einer Sollbruchstelle versieht. Zur Aufnahme der Schaltwelle haben wir eine Bronzebuchse eingefügt, die man, falls sie jemals undicht werden würde, auch auswechseln kann. Also für alle, die von vornherein am Tuning denken, haben wir uns auch was einfallen lassen oder eigentlich eine Variante, von der wir selber immer geträumt haben. Evo-Motorgehäuse heißen die. Die Evo-Motorgehäuse gibt es ebenfalls in den 2 Varianten für ETS Lima-Lager, lichtmaschinenseitiges Lager, und für das alte Vespa 50 PK Lichtmaschinenlager. Die Evo-Variante zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel der Staubschutzrand bereits entfernt ist, was man bei den meisten größeren Tuningzylindern braucht. Auf der Lichtmaschinenseite unter der Zündgrundplatte haben wir beim Evo-Gehäuse die volle Wandstärke zu den Überströmkanälen hin stehen lassen. Im Vergleich zu den anderen Gehäusen, bei denen immer die Aussparung für die Zündgrundplatte ziemlich tief einschneidet. Das ist meistens das Limit für die Vergrößerung der Überstromkanäle. Wer High-End tuned, der will da aufschweißen. An unserem Gehäuse ist das nicht mehr erforderlich. Hat natürlich den Nachteil, dass die originalen Zündgrundplatten nicht mehr Plug-and-Play passen. Und dafür haben wir speziell für unsere SIP-Performance-Zündung bei Wape diese Zündgrundplatten anfertigen lassen, die CNC-gefräst mit einem Ausschnitt daherkommen, sodass ein Plug-and-Play unsere Zündung da auch drauf passt.
Für alle, die gern zeigen, was sie haben und sich auch sonst ein bisschen abheben wollen, für die haben wir jetzt unser Evo-Motorgehäuse auch noch in schwarz beschichtet ins Programm genommen. Die Beschichtung ist benzinresistent und lösemittelbeständig. Im Lüfterkanal ist noch ein fein ausgelasertes SIP-Logo. Das waren jetzt viele Informationen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Wenn ihr noch weitere Informationen wünscht, schaut gerne in unseren Online-Shop, in die Artikelbeschreibung oder meldet euch bei uns im Callcenter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt auch Lust, so einen Motor zusammenzubauen. Ich muss jetzt leider erst noch was arbeiten, aber dann geht's gleich los. Gebt uns ein Like, folgt uns auf unserem Kanal, abonniert uns. Meine Nummer ist... Bis zum nächsten Mal.